Wer ist eigentlich der beste Minecraft-Spieler? Für viele ist es wichtiger. Daher habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, allen zu zeigen, dass ich besser als wichtiger bin und in Zukunft jeder sagen würde, dass ich der Beste bin. Doch um das zu schaffen, brauchte ich natürlich einen sehr guten Plan. Und den habe ich auch. Also hier der Plan. Ich trainiere drei Kampfkünste. Kombos, Ultra Hardcore und die magischen Kristalle. Doch um sicherzugehen, dass ich auch in allen drei Kampfkünsten gewinnen würde, müsste ich erst noch einen Test bestehen. Und wenn ich jeder dieser Herausforderungen bestehen würde, würde es Zeit werden, wichtiger zu töten. Der Plan ist ziemlich einfach. Spielen, testen und gewinnen. Das war's. Was könnte dabei schon schief gehen? Als erstes habe ich mit Kombos angefangen, wo das Movement sehr entscheidend ist. Was es schwer macht zu lernen, da man nichts machen kann, außer einfach viel zu spielen. Und auch wenn ich im Vergleich von Tag 1 zu Tag 7 deutlich besser wurde, war es einfach noch lange nicht auf dem Level, wo ich es eigentlich gerne hätte. Und ich wusste, dass wenn ich Tieren wichtiger töten wollte, ich vermutlich weitere 7 Tage investieren musste. Doch während ich weiter Kombos trainiere, zeige ich euch, wie es bei UAC aussah. In UAC ist es sehr entscheidend, die Lava und die Verbs gut zu platzieren. Doch nur das alleine zu lernen, würde nicht lang. Daher wollte ich auch sehr gut im Drainen werden. Was bedeutet, dass ich die Leute anzünde, ihnen das Wasser klaue, bis sie keins mehr haben und dann warte, bis sie verbrennen. Und dank diesem genauen Ziel konnte ich auch hier sehr schnelle Fortschritte erlangen, anders als in anderen Spielmodis. Und war hier schon nach 4 Tagen deutlich besser und gewann sogar schon gegen mittelmäßige Spieler regelmäßig, was bedeutete, dass ich bereits nach 4 Tagen einer der besseren Spieler war. Daher dachte ich mir, ich kann mit UAC ein wenig warten und trainierte daher ein wenig mehr Crystal. Denn auch wenn ich hierbei schon sehr gut war, wollte ich diesen Skill natürlich beibehalten. Doch auch hierbei lief es nicht perfekt, denn das Minecraft-Update machte mir einen Strich durch die Rechnung. Denn nun veränderte sich das Knockback in Crystal, was dazu führte, dass ich in einem Hallfight nicht mehr so einen starken Vorteil hatte wie zuvor und ich deswegen auch Teile neu lernen musste. Doch da ich mir hierbei sehr, sehr, sehr sicher war, gegen Wichtige zu gewinnen, wollte ich auch hierbei nur das Minimum machen, um am Ende gerade so noch meinen eigenen Test zu bestehen. Und auch wenn es noch in keinem der drei Modis nach 7 Tagen perfekt war, hatte ich jetzt immerhin eine Woche lang meinen Skill dokumentiert und ich konnte so ziemlich genau sagen, worin ich am besten und worin ich am schlechtesten war. Aber warte mal, ach, musstest du jetzt noch mal wichtiger so dringend abmetzeln? Guck, das ist das Problem. Du hörst einfach nie zu. Also nochmal für dich. Ich lebe schon seit fast 8 Jahren als Skin in Minecraft. Und noch nie hat jemand zu mir gesagt, du bist so gut oder du bist der Beste. Und es ist nicht so, wie als hätte ich es nie versucht. Du bist so schlecht. Es hat einfach nie geklappt. Ich weiß zwar, dass jedem Skin mal Fehler passieren und dass das normal sein soll, aber was bedeutet überhaupt normal? Wenn normal bedeutet, jeder andere zu sein und damit auch nicht der Beste zu sein, wollte ich dann überhaupt normal sein? Natürlich nicht. Und da ich die meisten Schwierigkeiten mit Ornithort hatte, habe ich damit auch direkt mal angefangen. Und aus irgendeinem Grund nutzte ich zuvor nicht die vollständige Schlagreichweite in Minecraft. Denn in Minecraft kann man 3 Blöcke weit schlagen. Ich nutzte jedoch meistens nur 2,5 Blöcke, was mir nicht nur selten den ersten Schlag auf den Gegner gegeben hatte, welcher sehr wichtig war, um eine Combo zu starten. Nein. Denn zudem konnte ich auch nie lange Kombos halten, weil ich dem Gegner viel zu viel Zeit gab, mich zurückzuschlagen, indem ich zu nah an ihn rangegangen bin, um ihn dann erst viel später zu schlagen. Jedoch nachdem ich mir einen Trainer rangeholt hatte, lief es deutlich besser, denn dieser zeigte mir, wie weit ich wirklich schlagen konnte. Und nun wusste ich, wie stark ich wirklich bin. Und meine Kombos wurden so gut, dass ich dachte, ich könnte jeden besiegen. Ich meine, guckt euch diese Kombos an. Wow, ich bin glücklich! Also bestritt ich meinen ersten Test. Ich musste nur eine 10er Killstreak erreichen. Das sollte nicht so schwer sein. Also ist es nicht ganz so perfekt gelaufen, wie ich dachte. Denn nicht nur starb ich immer und immer und immer wieder. Nein. Zudem hasste mich auch jeder auf den Server und ging nur auf mich drauf. Und deswegen wurde ich auch irgendwann völlig verrückt. Ja, also danach beschloss ich erstmal mit was anderem weiterzumachen und machte anstatt den schwersten Test lieber den leichtesten Test zuerst, den Crystal-Test. Der Grund, warum Crystal so einfach ist, ist, dass ich einfach nur ein Turnier spielen musste, um einfach nur zu wissen, dass ich immer noch gut genug in Crystal bin und wichtiger, auf jeden Fall schlagen kann. Also holte ich 2 der besten deutschen Crystal-Spieler heran und bereits in der ersten Runde gewannen wir, weil das andere Team nicht online war. Doch die 2. Runde, die war schwer. Wir haben gewonnen, weil das andere Team nicht online war. Doch die Runde danach, die war wirklich schwer. Denn wir spielten gegen ziemlich gute Spieler, was dazu führte, dass kurz nach Beginn des Kampfes unser erster Spieler starb. Und nur wenige Minuten danach starb auch der zweite. Ich meine, was soll das? Diese beiden sollten mir helfen und besser sein als ich. Aber okay, dann würde ich halt alleine gewinnen, oder? Nun ja, da gab es ein kleines Problem. Ich habe
P-Flaschen vergessen und konnte meine Rüstung gar nicht heilen, was dazu führte, dass sie langsam kaputt ging. Und auch wenn ich wirklich gut gespielt hatte, wusste ich, dass meine Rüstung das nicht mehr lange mitmachen würde. Also versuchte ich, erstmal nur einen alleine zu fighten, um dann seine Items zu bekommen und ich somit wieder eine Chance hätte, zu gewinnen. Doch was war das? Ein Schlag von hinten? Die Wand musste also hinter mir sein. Das kann nicht sein. Ich hatte doch alles gemacht, dass niemand mehr hinter mir sein kann. Wird das etwa das Ende sein? Jedoch, wenn ich jetzt schnell genug ein Totem in die Hand nehme, mich dann schnell drehe und ihn dann mit einem Sprint-Hit in die Luft schlage, dann kann er nicht mehr so aggressiv crystallen, weil er selbst mit mir in der Luft ist. Und ich würde mit zwei Totems in der Hand doch locker überleben. Andererseits, wenn ich den Spieler vor mir nicht hole, werde ich später keine Chance mehr haben. Also ist das meine einzige Option, also sollte ich mich auf den vor mir konzentrieren. Das heißt, ich bin tot. Nun ja, also wie wäre es, wenn wir einfach weitermachen? Ich meine, ich habe bestanden und gut gespielt, bis auf das am Ende. Also ich denke, ihr wollt auch einfach, dass ich weitermache, das, oder? Kommen wir also zu HC. Denn hierbei hatte ich es mir zur Aufgabe gemacht, von 10 Runden mindestens zweimal gegen einen sehr guten UHC-Spieler zu gewinnen. Und ziemlich schnell wurde mir klar, dass Wasserklauen alleine dafür nicht langen würde. Ich müsste zudem auch viel schneller werden. Also versuchte ich zudem, ab jetzt noch schneller meine Maus zu bewegen, um mich einfach noch schneller zu löschen oder aus einem Web zu kommen. Und auch wenn das einigermaßen gut funktionierte, würden die beiden Dinge alleine auch nicht langen. Also hielt ich das erstmal geheim vor ihm und veranstaltete mit ihm ein 200€ Skywars-Turnier, wodurch wir dann natürlich mit dem Preisgeld sehr, sehr gute Spiele anlocken würden. Und der Gewinner von den sehr guten Spielern müsste dann logischerweise der beste Spieler sein. Und dieser Spieler wird mich dann in UAC trainieren. Und dann könnte ich ein paar Geheimtipps bekommen, wie ich noch besser werden kann und ich meinen UAC-Test schaffen kann. Der Plan steht also. Also ging das Skywars-Turnier los und die besten Spieler kämpfen gegeneinander. Und nach ganzen 3 Stunden stand dann der Gewinner fest. Es war Black Wolf, welcher bereits schon dafür bekannt ist, einer der besten deutschen UAC-Spieler zu sein. Also habe ich damit den perfekten Trainer und alles, was ich dafür machen musste, war 100€ für den Turniersieg zu zahlen. Das hat sich echt gelohnt. Doch bevor ich mich auf UAC konzentrieren kann, wollte ich den Oni-Sword-Test bestehen. Und ich wusste, würde ich es diesmal nicht schaffen, würde ich für immer im Schatten meines Skins leben. Und ich wäre meine weitere Spielzeit nur ein Skin von vielen. Also gab ich alles, was meine viereckigen Arme hergeben konnten. Und so gewann ich gegen meine ersten Gegner, welche mich aufhalten wollten, der Beste zu werden. Doch nach dem ersten knappen Sieg zweifelte ich ein wenig mehr daran, ob ich das überhaupt schaffen könnte. Ich hatte das Gefühl, dass eine 10er Killstreak Glück ist, dass es einfach nur davon abhängt, ob ich gleich von hinten ausgekrittet werde oder nicht. Jedoch dann erinnerte ich mich, dass mich diese Zweifel nie weiterbrachten. Und das werden sie auch jetzt nicht. Also versuchte ich meinen viereckigen Kopf nicht an diese Zweifel zu verlieren und dachte nur noch darüber nach, wie ich jeden Kampf siegreich beenden konnte. Und es funktionierte. Ich gewann einen Kampf nach dem anderen. Und so kam es, dass ich auf einer 8er Winstreak war. Ich wusste, wenn ich jetzt verlieren würde, wäre nicht nur die Zeit in Kombos trainieren verschwendet, sondern ich würde auch nie den UAC-Test anfangen können. Doch zu meinem Glück gewann ich den Kampf. Und es hing nur noch von dem allerletzten Gegner ab. Junge, bitte. Nice. Was? Oh, komm schon. Digga, was mache ich? Oh mein Gott, Junge, es hat so lange gedauert. Endlich. Jedoch all die Freude, diese Aufgabe geschafft zu haben, hat mich ziemlich abgelenkt. Denn als ich ausrechnete, wie viele Tage es waren bis zum UAC-Test, wurde mir klar, dass ich nur noch 4 Tage Zeit habe, gut genug zu werden, um gegen einen der besten deutschen UAC-Spieler zweimal zu gewinnen. Also legte ich direkt los, wo ich dann ein paar meiner Zuschauer bekämpfte. Und wenn du gegen mich kämpfen willst oder diese Art von Videos feierst, solltest du mir dort folgen. Denn damit finanziere ich solche verrückten Videos wie diese hier. Und dank dem Stream konnte ich bereits nach dem ersten Tag gegen viele gute Spieler kämpfen und auch gegen viele unterschiedliche Spielarten, welche mich insgesamt deutlich besser machten und ich ging mit mehr Selbstvertrauen in die letzten 3 Tage hinein. Doch zu meinem Glück gab mir Black Wolf an Tag 3 mein Training und er brachte mir innerhalb von 2 Stunden bei, wie ich noch besser werden kann und deutlich weniger Fehler machen kann. Und der Grund, warum Black Wolf so ein guter Trainer war, ist, weil er schon mal gegen Wichtiger gekämpft hatte und das sogar ziemlich oft. Was bedeutete, er konnte mir auch die Schwächen von Wichtiger sagen, um sie während ich gegen ihn kämpfe, auszunutzen. Jedoch meinte er auch, dass ich viel zu wenig kritten würde, was sich zu einem sehr großen Problem rausstellte. Aber immerhin gewann ich einmal gegen ihn, was trotzdem viel zu wenig ist, wenn ich gegen Wichtige gewinnen möchte. Daher versuchte ich die letzten 2 Tage vor dem UAC-Test, meine Fehler in meinem Spielstil auszulöschen. Und dann war es auch schon soweit, dass ich gegen Oculus kämpfen musste. Und mir war klar, dass es definitiv nicht einfach werden wird. Jedoch, dass es so schwer werden würde, hätte ich nicht gedacht. Denn ich schaffte es einfach nicht, ihn zu töten. Nicht nach 20 Minuten, auch nicht nach einer Stunde und auch nicht nach 5 Stunden. Und als ich realisierte, dass ich es nicht schaffen werde und mein Video, was perfekt werden sollte, nicht perfekt werden wird, nahm ich meine Hand
und schlug in meinen Klavierstuhl rein. Und er ist kaputt gegangen. Aber meine Hand auch. Also konnte ich für 2 Wochen kein Minecraft mehr spielen. Und all diese Anstrengung sollte für nichts gewesen sein. Ich wusste, dass ich das nicht zulassen konnte. Doch Minecraft spielen war so unglaublich schmerzhaft, dass ich es einsehen musste. Und ich konnte nichts anderes machen, als zu akzeptieren, dass ich die UAC-Challenge nicht geschafft habe und auch nicht schaffen werde. Es sei denn, ich würde cheaten und jemand anderes würde für mich spielen. Also holte ich jemanden ran, der noch besser als Oculus ist und auf meinem Account spielt, während Oculus nichts davon weiß und denkt, ich bin der Beste geworden. Und dann ging ich mit Oculus in den Anruf und er dachte, wir würden spielen wie immer. Und er hatte gar keine Ahnung, denn ich sagte ihm, dass meine Hand wieder in Ordnung ist, dank dem Verband. Und zudem sagte ich, dass ich ein wenig trainiert hätte. Und ich wusste, dass er dachte, dass ich extrem gut geworden bin. Ich habe übrigens auch angefangen, mit Bogen jetzt zu spielen. Alles gut. Und es wurde ernst. Ich wusste, dass das meine einzige Chance ist, mich zu rächen. Und der Plan lief perfekt. Du bist auf jeden Fall krasser geworden. Ja, was mache ich mit dir? Oculus bekam einen Schlag nach dem anderen. Und es sah so aus, wie als wäre es endlich Zeit zu gewinnen. Digga. Also, was ist da gerade passiert? Ich kann es nicht fassen, er verliert einfach. Doch immerhin musste er nur 2 Spiele gewinnen. Also sagte ich ihm, er muss sich anstrengen. Und dann gab er alles, was seine Minecraft-Arme hergeben konnten. Digga, da will ich dich einmal hitselecken, ne? Ich bin in der 5 gegangen. Oh mein Gott. Nice. Oh mein Gott. Bitte, bitte. Oh mein Gott, was, Digga? Oh, Björn. Ich hatte noch nie so viel Glück in meinem Leben. Dass jemand anderes für mich gespielt hat, versteht ihr? Noch nie so viel Glück, dass jemand anderes gespielt hat. Auch egal. Danach habe ich das noch aufgelöst und das war seine Reaktion. Ich habe vielleicht gerade gar nicht gespielt. Nicht schon wieder. Und damit würde ich sagen, dass ich die UAC-Challenge bestanden habe. Jedoch Minecraft gespielt habe ich jetzt trotzdem nicht wirklich, was ein Problem werden könnte für die letzte Challenge. Denn hierbei habe ich mich für 2,99 in ein 100 vs. 100 eingekauft. Und mein Ziel war es, als einer der Besten abzuschließen. Und damit meine ich nicht, mein Team zum Sieg zu führen, sondern einfach so viele Kills wie möglich zu machen. Wisst ihr, das eigentliche Ziel ist es nämlich, ein Beacon in seiner Base zu beschützen. Doch wer will ein Beacon beschützen? Also fing ich damit an, meinen Teammate zu töten, weil ich die Items sowieso besser gebrauchen kann. Und er wollte mich auch töten, also hat er es verdient, okay? Und dank dem Teamkill hatte ich jetzt extrem gute Items. Und da ich einen schlechten Ping hatte, fokussierte ich mich auf den Bogen. Und als die Kampfphase losging, schaffte ich es direkt einige Kills zu holen. Da ich mich perfekt in der Burg vercampen konnte. Denn ich wollte ja lange genug leben, um genug Kills zu machen, um dann einer der Top-Spieler zu werden. Ob mein Team gewinnt oder verliert, ist ja nicht so wichtig. Also machte ich weiter Kills und war dann sogar mit 7 Kills Platz 1. Da kein Spieler mehr als 7 Kills hatte. Jedoch machte ich danach nur noch 2 Kills. Denn als ich mich einmal um mein Team kümmern wollte, bin ich direkt gestorben. Seht ihr, sobald man einmal seinem Team helfen will, verliert man. Jedoch immerhin wurde ich am Ende noch Platz 4 und war somit einer der Top-Spieler. Vergesst einfach die hier. Und nun war es endlich soweit. Ich musste gegen Wichtiger antreten. Und vermutlich fragst du dich schon das ganze Video, wie willst du es eigentlich überhaupt schaffen, gegen Wichtiger zu kämpfen? Tausende Leute wollen gegen Wichtiger kämpfen. Wieso sollte er genau zu dir Ja sagen? Und die Antwort ist noch mehr Geld. Ist ja nicht so, wie als hätte ich schon genug verloren. Denn nun muss ich auch noch, pro Kampf den Wichtiger gewinnt, ihm 100 Euro geben. Also gab ich mir noch 7 letzte Tage, um mich wieder einzuspielen von meiner Handverletzung. Und dann ging auch schon der Kampf los gegen Wichtiger. Komm her! Oh Gott! Ah, Mann! Das ist krass. Krass, du Kacke! Oh, guck die Bühne nicht an! Oh. Was hast du da rausgehört? Wie gut bist du im Lied-Motor? Schnell!
nein. Wir haben mal noch einen Kopf bekommen. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Kein Problem. Schade, Digga. Aber du warst gar nicht so schlecht. Hätte ich gar nicht erwartet. Mein Gott, ich hatte gewonnen und es sieht gut aus. Wenn es so weitergeht, gewinne ich alle 3 Runden, werde nicht arm. Und am wichtigsten, ich kann beweisen, dass ich nicht nur gut in Crystal bin, sondern auch in anderen Modi. Und mein Skin würde ein Leben voller Ruhm genießen können. Oh Gott, geht schon los? Ja, ne? Ja. Okay, okay, go, go, go. Gott, Digga. Was? Junge! Okay, ich hatte verloren. Aber es steht 1-1. Noch ist alles möglich. Ich kann es immer noch schaffen. Es ist noch nicht verloren. Wenn ich das verliere, bin ich ein Loser. Ja, auf Ärzte. Ja, in diesem Moment fühlte es sich so an, wie als hätte ich 3 Monate meines Lebens verschwendet. Ich hatte alles gegeben und trotzdem nichts geschafft. Und vor allem nichts bekommen. Denn jetzt musste ich auch noch wichtiger 200 Euro bezahlen. Doch dann sagte er das. Ja, okay. Denk dir was Geiles aus, irgendwie was du vergibst deinen Zuschauer. Irgendwie sei es jetzt, was weiß ich, Digga, irgendwie so eine Tastatur oder so. Oder irgendwas mehr von 200 Euro, dann passt es schon. Also könnt ihr jetzt eine Tastatur und Maus gewinnen. Kommt dabei einfach in meinen Discord und reagiert auf diese Nachricht. Und die restlichen 20 Euro habe ich gespendet, um einen Huhn zu retten. Also vielleicht waren die 3 Minuten doch nicht verschwendet. Und auch wenn ich meine Minecraft-Ära nicht retten konnte, habe ich immerhin einen Hund gerettet. Und jemanden mit so einer Tastatur und Maus. Doch wenn ihr mich trotzdem noch gewinnen sehen wollt, dann guckt euch am besten dieses Video an, wo ich gegen den besten Crystal-Spieler auf der Welt gespielt habe.